Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier auf diesem Kanal. Aufnahme Fraps und Outer City sollten laufen und dann gucke ich doch gleich mal, wahrscheinlich habe ich wieder auf. Wo sind wir denn hier? Optionen, friedlich, genau. Wir wollen es ja nicht so friedlich, sondern ein bisschen interessant. So, ich hoffe, ich habe alle Programme ausgemacht, die Minecraft ein bisschen ausbremsen würden. Ja. Hallo Rex, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Oder muss ich dir erst ein Brot hinhalten? Ja, siehste. Okay, sag mal schönen guten Tag zu den lieben Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, so. Ach, du bleibst hier heute. Wie so oft in den letzten Tagen und Wochen. So, was haben wir heute für ein Datum? Muss ich euch doch mal sagen. Nacht zum 30. glaube ich, genau. Nacht zum 30. August. Noch ist Sommer, ist schön angenehm. Nicht so heiß, nicht so kalt. So, jetzt hatte ich was nachgeguckt auf so einem Zettel und bin hier runtergeplumpst. Ja, jetzt gucke ich mal nach hier, was wir brauchen. Also Stein hier haben wir nicht mehr so viel, Erde haben wir noch genug. Aber Sand und Sandstein, das ist relativ gering nur vertreten. Was ist das? Netherstein, ja, Höllenstein. Okay, also brauchen wir genügend Spitzhacken. Haben wir nicht. Wir haben genug zu essen, glaube ich. Also müssen wir erstmal ein wenig Spitzhacken bauen. Ja, und Spitzhacken und nochmal drei. Und Schaufeln, weil wir Schaufeln auch nicht mehr haben. So, einmal hierhin. Die drei tun wir dahin, die drei tun wir dahin, da tun wir die fünf hin. So, dann kommen wir also jetzt zu neuen Spitzhacken. Ich werde erstmal das Steinding da aufbrauchen und dann werde ich mit der Spitzhacke in altbewährter Weise Sand farmen. Wer das noch nicht kennt, der wird das sehen, wie es geht, aber die meisten kennen das ja schon. Eigentlich doch alle, oder? Wer von den Zuschauern hat denn noch nie Minecraft gespielt? Von euch Zuschauern. Ich glaube doch jeder schon mal. Und ich hoffe auch, dass jeder Minecraft mag, der mir zuschaut. Deswegen sage ich ja, liebe Minecraft-Freunde, wenn ich euch begrüße. Oh, ich mag aber kein Minecraft. So ein scheiß Spiel. Ja, warum guckst du denn überhaupt zu? So. Machen wir mal ein bisschen Sand farmen. Und das ist natürlich eine sehr langweilige Tätigkeit. Na, wo war denn das Ding hier? Da hinten, hinter diesem kleinen Signaltürmchen. Ja, Sandfarmen ist eine sehr langweilige Tätigkeit. Aber ich werde euch das trotzdem nicht vorenthalten, natürlich. Sondern, was hätte ich denn jetzt? Ach, ich habe natürlich einen kleinen Fehler gemacht. Gehen wir nochmal wieder zurück. Ich hätte mir ein Bettchen mitnehmen sollen. So, dann kann ich nämlich beim Sandfarmen dann auch mal schlafen und brauche dann da nicht weg. Und weil das Sandfarmen so langweilig ist, ne, mache ich das natürlich auf Zeitraffer dann nachher beim Rendern und beim Hochladen. Da wird also dieses Sandgefarme weg. Nehmen wir, glaube ich, gleich das Bett hier. So,
Nehmen wir das mal mit und dann können wir uns ein... Naja, wir können uns dann was bauen. Wir haben ja zwar jetzt keine Rohstoffe, aber gleich werde ich mir mal ein bisschen Erde mitnehmen. So. Ach, hier nehmen wir auch noch mal ein bisschen was mit. Da können wir uns dann so eine kleine Notunterkunft bauen. Eine Unterkunft muss ja nicht... Da müssen wir ja nicht drin sein, wir können ja auch drauf sein. Ja, da brauchen wir uns so einen, wie sagen die Leute immer hier, die anderen Kollegen. Kelturio oder so. Kackstift. Okay, dann bauen wir uns halt so einen... Ach, da ist ja schon einer hier. Genau, da können wir uns dann drauf bauen oder daneben. Machen wir das mal so. Und dann bauen wir uns daneben einen. So, bevor ich jetzt hier anfange mit dem Sandfarm, das heißt, ich werde das jetzt mal schon mal anfangen natürlich. Gleich geht wahrscheinlich diese Holz... Ja, da ist es kaputt. Das habe ich mir gedacht. Und jetzt können wir mit der Eisenspitzhacke gut farmen. Ja, ich werde dann nachher auf gleich auf Dings schalten. Wie heißt es? Auf Zeitraffer und werde halt ein bisschen farmen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir zusammenkriegen. Und werde euch in der Zeit mit Musik unterhalten. Ich habe selber Musik geschrieben in den letzten Tagen und Wochen. Ich hatte eine Computerzeitschrift, die ich abonniert habe. Und da war auf einer CD ein Programmchen drauf. Ein Testprogramm. Wie heißt das? So eine Testversion, ne? Ist schon die Vollversion. Man müsste sich aber freischalten. Habe ich auch dann gemacht. Das Programm heißt Ludwig. Und da kann man, wenn man so ein bisschen, ganz klein bisschen Ahnung von Musik hat, also auf Deutsch gesagt, wenn man so ein bisschen Harmonieverständnis hat und ein bisschen Noten lesen kann und man braucht da nicht viel. Und dann kann man sich eine Melodie ausdenken. Dazu muss man natürlich zum einen schon sich ein bisschen... Habe ich das aufgenommen jetzt? Ich glaube schon... schon so ein bisschen, wie gesagt, die Melodie vorstellen können und auch wie sie dann im Notenbild aussieht. Und dann kann man sagen, ich möchte das gerne im Stil von Jazz, im Stil von Klassik, im Stil von einer schottischen Hinterhofkneipe. Möchte ich gerne ein Arrangement haben. Und dann sagt mir, macht der Computer das für mich und berechnet sozusagen. Ah ja, ich kriege hier jetzt Erfahrung, genau, bei der Kohle. Das war jetzt das Klackern hier. Und dann berechnet der Computer mir dann die Begleitung. Und ja, dann muss man da mal so ein bisschen rumtesten. Und ja, und dann gibt es halt ein Ergebnis. Und ich muss sagen, mir gefällt das, was ich da gemacht habe. Vielleicht gefällt euch das auch und wenn nicht, dann, naja, dann gefällt es euch eben nicht. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt mal auf Zeitraffer schalten und werde auch in der Nacht. Das heißt, ich kann mir gleich mal hier das mache ich gleich mal, dass ich mir hier das Bett hinstelle hier oben. Dann brauche ich zur Nacht nur dahin zu gehen und hier drauf klettern. Ich hoffe, das ist jetzt hoch genug. Wenn nicht, sehe ich es ja dann. So, wenn ich das Bett hier fertig habe, wie gesagt, dann werde ich auf... Oh, ich kann es ja gleich mal testen. Dann machen wir das mit dem Zeitraffer danach. Legen wir uns mal hin. Du kannst nur nachts schlafen, ist doch gleich dunkel. Ist doch gleich dunkel.
Naja, und dann habe ich so ein bisschen Musik gemacht, so aus verschiedenen Stilen halt. Und das werdet ihr jetzt mal so ein bisschen was. Ich weiß noch nicht, was ich da rein tue. Es ist doch dunkel. Frechheit. Oben geht das schneller, als ich schlafen kann. Na gut, da ist auch der Horizont natürlich nicht abgeschattet durch die Berge. Wann ist es denn nun nachts? Jetzt. So, klappt also wunderbar. Keine Monster. Habe ich den wirklich auf? Ich habe auf schwer. Okay. Man muss ja immer mal gucken. Ab und zu passiert es ja, dass ich mich da vertue. Ja. Hopsa. So. Machen wir das mal so, nehmen wir den mal weg und bauen uns mal hier so einen komplizierten Zugang. So. Naja, das geht schon. So, jetzt geht's also an. Jetzt sage ich mal nichts mehr. Es sei denn, es passiert was Dramatisches, dann schalte ich natürlich wieder zurück auf zum Zeitraffer.
So, da bin ich wieder. Wie viel habe ich denn jetzt hier geschafft? Mit 3 Eisenspitzhacken. Das ist doch eine ganze Menge an Sand und Sandstein. Wollen wir noch ein bisschen zusammensetzen, den Sand hier. Dass ich auch alles mit nach Hause nehmen kann. 1, 2, 3, 4. Geht schon mal nicht. Sand, Sand. Okay, dann machen wir halt. Moment, wo ist das? I, genau. Inventar, nicht Escape. Das war was anderes. Auch noch mehr Sand, Sand. 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 Und Sand. Und noch Sandstein. Und noch Sand. Okay, da haben wir also 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Also 5, fast 5 Stacks Sand und fast 8 Stacks Sandstein. Das ist schon eine ganze Menge. Damit können wir sehr zufrieden sein. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir in die Höhlen hinunter wahrscheinlich und versuchen, 5 Stacks Eisen zu bekommen. Haha, so viel kriegen wir natürlich nicht. Mein Bett steht jetzt da. Gut, das habe ich vergessen. Soll es da bleiben? Muss ich mir ein neues machen hier unten? Denn ab und zu schlafe ich ja auch hier im Kellergeschoss. Zum Beispiel, wenn Spinnen auf dem Dach ihr Unwesen treiben. So, da sind wir wieder mit dem Sand. Sand, 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 Sand. Und der Rest ist Sandstein. Oh ja, das ist schon mal wieder recht viel. Das geht natürlich wahrscheinlich schneller den Bach hinunter, als ich das gerne hätte. Sonstiges, da habe ich auch den Kaktus drin, genau, der mir dann noch entgegengefallen ist, den Feuerstein. Die Kohle behalte ich mal bei mir. Ach, den Bonbon. Den Fisch, den tue ich mal dahin. Was haben wir noch? Rohes Fleisch. Das wollen wir doch gleich mal brennen. Oder braten. Da muss ich es natürlich auch rausholen. So. Ach, und wir haben ja hier auch noch Kohle drin. Sehr praktisch. Aber nur einmal. So, reicht jetzt also für die beiden Fleischsorten. Ich hoffe, euch hat die Musik ein bisschen gefallen. Es ist auf jeden Fall nicht so langweilig, wie wenn man nur Sandstein abbaut, ohne Musik oder nur irgendwie Blödsinn erzählt. Hätte ich ja auch machen können. Wo ist die Sonne? Keine Ahnung. Und ja, so habe ich gedacht, dann geht doch das hier. Ach, da kriegst du auch was dafür, wenn das Zeugs gebrannt hat. Gebraten hat, besser gesagt. So, da muss ich mir, glaube ich, nochmal wieder ein paar Spitzhacken bauen. Die Löffel habe ich genug. Spitzhacken. Ach, der Eisen geht schon wieder zur Neige.
Also ich muss wirklich dringend aufs Klo, nein, dringend in den Untergrund. Holz haben wir mit. Holzstöcke, Kohle haben wir auch mit. Huch, jetzt habe ich mich erschreckt hier. Ja, es ist schon leicht angedunkelt draußen. Dann können wir also zu Bett gehen. Erstmal was essen noch. Und anschließend geht es in irgendwelche Untergrundhöhlen. Manchmal erzählt man wirklich einen Stuss, als ob es auch Höhlenobergrund gäbe. Übergrund, Untergrundhöhlen. Okay. Wo gehen wir denn mal hin heute? Ich hatte doch da draußen mal. Sollte ich erstmal was wegtun? Nee, es ist alles so, wie ich es haben will hier. Das brauche ich wahrscheinlich. Die Diamantspitzhacke nehmen wir mal. Brauche ich eigentlich nicht. Ach, ist egal. Nehmen wir mal mit. So, wir hatten noch mal da hinten. Das reizt mich jetzt hier doch. Erstmal hier vorbeischauen. Höhle der 100. Mr. Dave 200. Maximized Vision. Herzlichen Dank für euer Abo. Was haben wir noch? Nerox Editing. Mr. Gamersau. Oder Gamersau. Wie auch immer. Und Shiny Hunter. Ich muss ab und zu mal welche vorlesen. Gefällt euch doch sicher. So, wir hatten doch mal irgendwann da hinten. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken hier. Bevor das verdunstet hier. Ich hatte doch hier irgendwo. Hatten wir doch so ein Riesenloch mal gefunden. Das war in der Nähe von irgendeiner Art natürlichen Kirchturm. Wo ist das Ding? Ist das hier irgendwo? Das war so eine große Höhle, da ist sie. Also so ein großes Loch, sagen wir mal. Genau, und da wollen wir uns jetzt mal hineintrauen. Mal schauen, was es da so gibt. Am besten baue ich mir hier mal so einen Weg runter. Das war natürlich schon mal gut. Das hängt also nach innen über, da muss ich erst aufpassen. Ah, ein Apfel. Wo kommt der denn her? Wer hat denn hier einen Baum abgebaut? Jetzt bin ich aber doch ein bisschen irritiert. Warst du das? Das kann doch nicht sein. Das Schwein bestätigt, dass es den Baum abgebaut hat. Nee, jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen irritiert. Wie kann denn das sein, dass hier ein Baum... Da ist ja auch noch ein... Da sind zwei Setzlinge runtergekommen. Wer bitteschön hat denn hier den Baum abgebaut? Da ist auch noch was. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil hier ja doch kein anderer spielt als ich. Außer mir spielt doch hier keiner. Doch kein Server, das ist doch nur ein einzelnes Minecraft-Spiel hier, ganz isoliert für mich. Jetzt bin ich aber doch sehr, sehr verwirrt, wirklich. Okay. Können das Endermänner sein?
dass die so nach und nach den ganzen Baum irgendwie abhacken oder da so ein Stückchen da rausholen aus dem Baum. So, mal sehen. Jetzt müsste ich mich irgendwie mal hier nach rechts durchbuddeln. Ach, da ist ja schon die Wand. Sehr gut. Da sind ein paar Grafikfehler. Nicht so gut, aber das kriegen wir schon noch wieder hin. Beziehungsweise die verschwinden ja automatisch. Ja, ich möchte noch ein bisschen was erzählen zur letzten Folge. Ich hatte ja, oder ich weiß nicht, auf wie viele Folgen ich das dann aufgeteilt habe. Ich hatte ja im Zeitraffer Sand gefarmt und Sandstein und habe dann da im Hintergrund ein bisschen selbstgemachte Musik laufen lassen. Das Programm heißt übrigens Ludwig, das ich da von der CD habe, von der CD dieses Computermagazins. Aha. Da warten die Monster schon auf mich. Okay. Oder auch nicht okay. Da ist ja schon Eisen. Sehr gut. Ja, und das hat natürlich den Vorteil, wenn man da selber Musik macht, ne, dann braucht man sich nicht um irgendwelche GEMA-Produkte oder GEMA-Krimskrams da kümmern. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht irgendein Musikstück sich überlegt, das genauso klingt. Irgend so ein aktueller Pop-Hit oder sowas. Die Versuchung ist ja relativ groß, denn ein Musikstück, das einem gefällt, das möchte man ja vielleicht nicht nur hören, sondern auch vielleicht nachmachen. Ein bisschen so ähnlich zumindest. Wo ist denn jetzt hier die Höhle geblieben? Oder das Loch? Auf jeden Fall haben wir hier schon mal wieder... Da ist der Creeper. Hier ist der Wasserfall. Aha. Okay. Also muss ich hier so ein bisschen... mich mal herumbauen mit Shift. Hallo Creeper. Bist du der Wächter hier? Das stört mich aber nicht. Ich hole dir trotzdem die... Da oben ist noch Kohle. Hui. Vorsicht. Der trotzdem das Eisen weg. So, wo haben wir denn noch Eisen? Erstmal ein bisschen gucken. Da oben ist noch was. Das ist relativ... Das ist ein Schwein da oben. Da oben... Nee. Ein Huhn war es. Fragt sich nur, was macht der jetzt? Ah, jetzt hat er mich gesehen. Ich dachte, er wollte das Ei. Sich das Ei holen. So, mein Lieber, jetzt bist du erstmal von oben abgeschossen. Jawohl. Und dann holen wir uns mal die ganzen Erfahrungspunkte und das bisschen Sprengpulver, was er ja auch noch hinterlassen hat. Dann gucken wir auch gleich mal, ob hier noch irgendwelche Viecher sind. Bis jetzt sehe ich noch keine. Ich dachte, das wäre einer. Nein, das ist keiner. So, das Ei ist hier runtergefallen. Okay, da waren wir gerade. Ich hatte doch eben hier noch, da ist noch Eisen und da oben ist auch noch Eisen. Ja, was ist das? Ein Grafikfehler. Genau. Ja, ich glaube, ich sollte dann mal
Slenderman nicht angucken, zum einen. Oh. Der Bruder von dem gerade. Ja. Wunderbar. Na, hier geht's aber noch ganz schön runter. Oh, da ist ja noch viel mehr Eisen. So, wo war denn jetzt das Eisen, was ich hier gerade abgeschlagen hatte? Ha? Schön ist das hier ja nicht. Vor allen Dingen ist das auch noch so unübersichtlich. So, ich glaube, wir gehen mal wieder... Erstmal wieder zurück, oder? Es wird ja schon dunkel. Nee, hier nicht. Hier war der Aufgang. Vorausgesetzt, ich habe das jetzt noch so richtig im... Wo ist die Sonne? Sieht doch so aus, als wäre sie schon am Untergehen. Ja, ich glaube schon. Okay, jetzt muss ich erstmal... Da muss ich hin. Oh, jetzt aber nichts wie nach Hause hier. Die Beine in die Hand nehmen. Da ist schon die Brücke. Jetzt sind wir aber auf der falschen Seite. Auch das noch. Ah, ja, 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 ja. Und hier haben wir keinen Hoch, keinen Weg hoch. Also bleibt uns nur jetzt ein bisschen... auf das Glück zu hoffen, dass uns hier nicht gerade die Monster... Ah. Was mache ich denn hier? Ich stelle mich aber auch sehr dusselig an. Aber hier ist ein guter Weg nach oben. So, dann mal schauen, ob wir irgendwo schon Monster haben. Ich hätte mir doch da irgendwie so eine Unterkunft machen sollen, oder? So, hier sind wir schon fast daheim. Ein bisschen springen. Und dann hoffen, dass keines dieser Monster hier uns erwartet. Sieht nicht so aus. Ist hier auch nichts. Doch alles recht dunkel. Du hast schön aufgepasst, Rex, ne? Jo, alles klar. Ich lege mich mal schnell hin. So, das war jetzt aber doch ein bisschen nervenaufreibend hier. Hat sich das denn wenigstens gelohnt? Mal schauen. Wir haben 14, naja. Also doll ist das nicht. 14 Eisenerz können wir gleich mal hier reinschmeißen. Und, ja, was wollten wir denn machen? Wir wollten, genau, Inneneinrichtung, Klammer auf, Hotel, Klammer zu. Da hatten wir uns ja was überlegt. Aber da werde ich noch nicht hingehen. Sondern ich könnte noch mal ein bisschen, oh, was essen soll ich vielleicht mal. Und dann könnten wir mal die Schafe begrüßen. Erze, Werkzeuge, sonstiges. Wie viel von diesem Schwarzpulver haben wir denn schon? 15. Oh ja. Also ich sage euch, wenn wir einen Stack Schwarzpulver haben, dann werden wir es mal hier richtig knallen lassen.
und mal testen, wie stark wir denn Minecraft hier belasten können. Habe ich eine Schere dabei? Ja, habe ich. Wunderbar. Und ich könnte mir noch mal ein Bett machen. Holz 1, 2, 3 und 3 mal Wolle. Dann nehmen wir mal die, die haben wir genug von. So. Dreimal Wolle. Wo tun wir das Bett hin? Ganz unten. Oh, wir haben ja jetzt eins bei unserer Sandmine vergessen. Das kann dann da auch bleiben. Wir werden ja sicher noch ab und zu in die Sandmine gehen, denke ich mal. Ja, und hier brauchen wir natürlich auch eins. Falls wir mal wieder... Irgendwie ist mir das hier ein bisschen zu dunkel. Falls wir mal wieder hier schlafen müssen. Das kommt ja ab und zu mal vor. So, dann schauen wir mal raus. Ob sie irgendwelche Monster hat. Ob es hier irgendwelche Monster gibt. Ob es hier Monster hat. Je nachdem, aus welcher Gegend Deutschlands man kommt. Höre ich was? Nein. Gut. Oh, mal ein bisschen scharfe Scheren. Vermehren brauchen wir sie im Moment nicht. Wir haben ja genug, denke ich mal. Ich glaube, dass die Wollproduktion und der Nachschub an Wolle, das ist jetzt etwas, was uns keine Probleme mehr bereiten sollte. Ah, ja, doch. Na, stimmt's oder habe ich recht? Guckt mich nicht so an, ich habe nichts für euch. Oh, das sind jetzt aber wirklich schon sehr, sehr viele hier. Ich glaube, wir brauchen wirklich keinen mehr nachzuzüchten. Ach, hier wäre ja noch Platz, ne? Aber wir wollen ja ökologische Massentierhaltung betreiben. Sogar Hühner gehören dazu. Und die Schafe können auch draußen sich aufhalten, wenn sie rauskommen. Wie auch immer das Schaf das gemacht hat. So. Irgendwo höre ich hier so ein idiotisches, wie sagt man das, so ein Zombie, genau. Hört ihr den auch? Bleibt mal ganz still, seid mal ruhig, ihr Schafe. Die gehorchen sogar. Fast. Hört ihr das auch, ne? Das bilde ich mir nicht nur ein. Also hier unten ist irgendwo eine Höhle drunter. Und vielleicht ist sie auch nur ganz klein. So ein Zombie braucht ja nicht viel Platz. Noch eins da draußen. Ja, du warst. Ich möchte doch mal wirklich wissen, wie die da rauskommen. Das möchte ich also schon mal wissen. So, Schafe. Wie viel Wolle habe ich jetzt? Das sind schon mal wieder, ist schon mal wieder ein Stack. Okay, ein bisschen schwarze Wolle könnte man noch. Woran erkennt man schwarze Schafe, wenn sie keine Wolle tragen? Keine Ahnung. Ah, es regnet. Nicht hier im Spiel, sondern draußen. Und zwar fängt es jetzt mal richtig an. Richtig kräftiger Schauer. Vielleicht knallt es auch gleich wieder. Ich habe wirklich ein Pech mit den Aufnahmen. Letztes Mal hatte ich ja auch ein Gewitter hier. Vorhin hat es auch schon gedonnert und geblitzt. Und jetzt ist allerdings anscheinend nur Regen. Naja,
So, was haben wir denn hier noch? Ich habe noch ein paar Tomaten hier von der Terrasse. Kleine Tomaten. Dann nehme ich mal eine. Gut noch vor dem Regen geerntet. Sehr schön. So, wie viel habe ich jetzt? 38. Schwarz. Mache ich noch bis zum Sonnenuntergang hier? Oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Worüber kann ich denn noch was erzählen? Ich will hier nicht Zeitraffer machen. Beim Schafe scheren. Auf die Dauer wird das natürlich auch langweilig. Aber wie gesagt, die Wollproduktion ist wunderbar. Die erhält sich selber hier. Da brauche ich jetzt nichts mehr machen. Wir haben genug Wolle. Nicht so viel wie... Doch, es donnert. Haha. Also ein Gewitter. Wie heißt denn diese Krankheit bei den Schafen? Nicht BSE, das ist von den Kühen. Bei den Schafen gibt es auch so ein Zeugs hier. Bei den Männern heißt es, bei den Menschen heißt es Creutzfeldt-Jakob-Syndrom, wenn die so verwirrt sind, nicht? Das ist BSE, ein schwarzes wieder, okay. BSE, wie heißt das auf Deutsch? Irgend so ganz komischen Namen. Besiosporiforme NC, weiß der Geier, was das ist. Ich bin kein Mediziner. Ich habe keine Ahnung. So, und das Schaf steht jetzt auf dem Huhn. Nee, doch nicht. Oh, da hast du jetzt vor Schrecken Ei gelegt, ne? Jetzt sind es zwei Hühner geworden. War das auch schon da? Ja, wie kommt denn dieses kreiselnde Schaf da oben drauf? Das würde ich doch mal gern wissen. Letztes Mal hatte ich auch schon so ein Ding da. Wie kommt ihr da? Wie bist du da raufgekommen? Könnt ihr jetzt hier übereinander klettern oder was? Dann ist mir auch klar, wieso da jetzt einzelne raus können. Von den Viechern hier. So, noch ein bisschen schwarz. Okay, ja, womit fangen wir denn an bei dem Hotel? Ich würde sagen, wir bauen erstmal das Zimmer fertig. Nein, die Zimmer. Die beiden Gästezimmer da. Oh, jetzt geht's aber richtig ab hier. Mit Regen meine ich draußen, also nicht hier mit den Schafen. Dach ist dicht, kein Problem. Da hatten wir noch nie Probleme mit hier. Obwohl es ein Flachdach ist. So, die Sonne geht unter, liebe Schafe. Ich bedanke mich bei euch für die schöne Wolle. Entschuldigung, aber raus dürft ihr trotzdem nicht. Außer ihr schafft es selber. So, dann wollen wir sehen, dass wir hier zügig ins Bett kommen. Dann schlafe ich doch gleich mal hier unten, der Abwechslung halber. Auf diesem Bett habe ich ja noch nie geschlafen. Ja, wie kommst du denn hierher? Auf dem Platz hier schon, aber nicht auf dem Bett. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Wo ist jetzt der Ausgang? Hier.
So, da sind unsere Kisten, genau. Erstmal schauen, wieder ein bisschen Wolle. Ach, jetzt haben wir zwei Stacks gehabt und irgendwo ist eine Spinne. Ist das wieder so eine Verrückte? Wie schon mal. Wir hatten doch schon mal eine Spinne gehabt hier oder zwei sogar vor ein paar Folgen. Was ist denn da passiert? Da waren irgendwelche Sprayer am Werk. Irgendwelche Graffiti-Sprayer, die haben hier meinen schönen Sandstein so schwarz angemalt. Also wirklich. Bäume verschwinden. Dann malt einer meine Wand schwarz an. Ja, wie kommst du denn hierher? Was soll das denn jetzt sein? Rex. Ah. Ja, der musste auch herkommen zu mir. Verstehst du? Ich muss den doch jetzt irgendwie wieder beruhigen können. Anscheinend sitzt er ja. Oder? Komm doch mal her, Rex. Irgendwie ist er von einer gar grässlichen Lähmung befallen. Der kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt sitzt er wieder. Eben hat er doch gestanden. So, jetzt steht er wieder. Kannst du denn jetzt laufen, Rex? Ja, jetzt geht's wieder. Aber nicht in den Boden einsinken, das machen wir nicht, ne? Das ist was für Gespenster oder was auch immer. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, von hier sieht es auch schwarz aus. Okay, haben wir irgendwo Monster in Sicht oder nicht? Wieso kommt denn hier eine? Vielleicht ist es hier irgendwie doch zu dunkel dafür. Hopsa. Ja, man sollte sich erstmal die Materialien natürlich holen, die man vielleicht braucht, bevor man überhaupt daran denkt. Aber diese Spinne hat mich doch ein bisschen jetzt irritiert. Okay, was wollen wir denn machen? Wir brauchen Holz. Was für Holz? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ganz normales Holz, Eichenholzbretter zum Beispiel. So, dann bräuchte ich... Ich habe Bücherregale 3, ja, die können wir auch benutzen. Alles klar. Wir haben... Truhen, ja... Ja. Wolle. Ja. Okay. Ja, ich überlege immer noch, was wir da jetzt eigentlich hinmachen. Am besten gehe ich einfach mal hin und bisschen Zaun ist gut. Bisschen Falltürhammer ist auch nicht schlecht. Dann bräuchten wir so eine Stufe oder sowas ähnliches. Haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Steinstufe. Aber wir könnten so eine Sandsteinstufe vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. 6, ja doch, ist ja da, 6. So, was haben wir denn da noch? 5 Eier. Weg damit, was ist das von der Spinne? Weg damit. So. Okay, Sandsteinstufe. 4 Stück. Tisch. Da brauchen wir so ein paar Bretterkram irgendwie. Wir brauchen...
Sowas wie Regale vielleicht, Eichenholztreppen. Druckplatte, nein. Holzstufe, ja. Aber von welcher Sorte ist das jetzt bitte schön? So, Tropenholzstufe. Und da steht nur Holzstufe. Hier steht Eichenholzbretter. Holzstufe. Sind das Eichenholzstufen? Vermute ich mal. Fichtenholzbretter. Ich brauche jetzt zwar keine Fichtenholzstufe, aber das will ich mal sehen, was er dann schreibt. Mal sehen. Fichtenholzstufe. Ja, genau. Na, vielleicht brauche ich doch eine. Werkzeuge, da tun wir mal so ein bisschen was weg hier. Also ein bisschen was, ne? So, die Schere. Brauchen wir auch nicht. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Jetzt haben wir so viel gelabert hier, da ist wahrscheinlich der halbe Tag schon wieder um. Oder? Ne, noch nicht. Ah, der halbe vielleicht schon. Achso, die Tür ist ja unten, aber ist egal. Hier kommt man ja jetzt auch sehr schön hin. Das sollte ich vielleicht nochmal wegnehmen. Das ist mir schon bei der Durchsicht des Videos aufgefallen, dass ich das hier vergessen habe. So, hier haben wir jetzt auch so eine formschöne Treppe nach unten. Führt zwar nicht direkt zum Hotel. So. Hier haben wir also unsere hier haben wir unseren Empfangsraum. Hier geht die Treppe nach unten. Hier der Empfangsraum. Da werden wir natürlich das mit Wolle auskleiden. Warum habe ich keine Wolle mitgenommen? Ach ja, ich sehe schon, ich komme erstmal heute zu nichts mehr. Hier war mal Wolle noch mit, habe ich noch genug Platz gehabt. Ja, so ist nicht viel, habe ich nicht. Also etwas Wolle, etwas schwarze Wolle und ein bisschen blaue Wolle. Ich glaube, ich sollte dann doch mal ein paar Schafe auch blau machen. Blau färben. Nein, ich will sie nicht besoffen machen, natürlich. So geht das, ne? Ich habe es ja mal nicht gewusst. So, jetzt inzwischen weiß ich das. So, dann machen wir nämlich im Empfangsraum Holz dabei, haben wir dabei, genau. Dann werde ich mal Folgendes machen. Ich werde im Hotel schon mal ein Bett aufstellen. Dann kann ich nämlich da auch schon mal was schlafen. Und da gehe ich jetzt immer hier oben raus, weil die so schöne Türen sind. So. Ach ja, stimmt ja. Da wollte ich ja auch noch mal was ändern hier. Das habe ich nur in einer Kopie gemacht. Okay, dann werden wir jetzt mal hier eine Werkbank. Da ist ja schon eine Werkbank. Dann machen wir mal ein Bett nochmal. Stellen das Bett hier oben hin, dass wir also dann auch schlafen können, wenn wir hier von der Dunkelheit überrascht werden sollten. Hier werden wir mal die Treppe ein wenig. Ja, wie machen wir jetzt den Boden? Natürlich farbig, ist klar. Kann ich auch Wollstufen machen? Nee, das geht wohl nicht, oder? Das mal so ein. Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch mal was, dass man so ein, gibt's doch bei Treppen auch so ein Teppich da drauf oder so ein Läufer. Okay, dann müssen wir das halt hier so machen. Wieso ist da eigentlich
Okay, dann machen wir hier mal schwarz-weiß. Ich glaube, eine Schere wäre nicht schlecht. Wo habe ich sie denn? Ich habe sie doch gehabt. Habe ich sie weggepackt. Beim Arbeiten mit Wolle sollte man durchaus eine Schere nehmen. Denn lege ich mich erstmal hin. Die erste nach dem Hotel. Ich bin ganz aufgeregt. Und wieso kriege ich die jetzt nicht weg da? Nee, ich hole mir mal die Schere. Also irgendwie ist mir das da suspekt. Hoppsa. Hallo? Das ist mir etwas suspekt. Da bist du ja. Ah, Schaufel. Ich behalte sie in meinem Inventar. Okay. So. Also, hier machen wir mal eine schwarze Umrandung hin. Müssen mal gucken, wo wir hier mit der. Kann ich das so machen, ohne dass ich anstoße? Ja, das geht. Da kann keiner Anstoß dran nehmen. Sehr schön. So, dann machen wir da fertig. Und dann werden wir mal hier das Ganze in schwarz machen. Hier oben. Das ist dann der Treppenabgang. Schön schwarz eingefasst. Wo sind meine Geländer geblieben? Da. Zäune. So, dann brauchen wir so etwas wie eine Rezeption. Hoppsa. So, da fällt mir also keiner mehr runter. Eine Rezeption. Die Rezeption tun wir ja gemeinhin. Neben den Eingang. Jetzt tun wir hier mal ein bisschen Licht drauf. So. Die Rezeption neben den Eingang. Man kommt also hier rein. Na, hier ist also der Eingang zum Hotel. Das heißt, hier wäre das sehr schön mit der Rezeption. Okay. Rezeption. Machen wir erstmal den Boden. Also machen wir mal irgendwie schwarz-weiß mit ein paar blauen Applikationen da rein, oder? So, lassen wir das mal so hier. Da machen wir gleich mal zu. Hoppsa, Vorsicht. So, hier ist also der Eingang. Wir können ja den Weg zur Rezeption, können wir mal hier in Blau machen.
Die Rezeption ist dann hier. Hier sitzt also das nette Fräulein oder der nette Herr. So, dann machen wir mal hier in weiß irgendwie. Hier in blau. Sieht wahrscheinlich völlig bescheuert aus nachher, aber ist egal. So. Hier machen wir dann wieder in schwarz. Da wieder mal in weiß, also ein bisschen durcheinander hier. Ach, das ist mir zu durcheinander eigentlich. Ehrlich gesagt, ist mir das zu durcheinander. Machen wir doch so ein schönes Muster, oder? Dazwischen drin gehen dann die... So, hier ist ein Schwarz. Da müssen wir da wieder schwarz machen. Also hier so über Eck. Die weißen da so über Eck. So. Ist das für einen Hotelflur etwas Angenehmes hier oder nicht? Ich weiß es nicht. So, dann würde also hier schwarz kommen wieder. Und hier würde dann weiß kommen. Hier ist ja blau, also dann kommt hier rein. Ne? Folgt dem blauen Weg hier hin bis zur Rezeption. So, die Rezeption bekommt einen rein weißen Boden, sag ich mal. So, das könnte die Rezeption werden hier. Wie groß wird die denn? Da müssen wir hier noch so einen Durchgang lassen. Hier hinten könnte man dann auch irgendwie so eine... Ja, wenn das die Rezeption ist, was ist hinter der Rezeption? Hier. Irgend so ein Verwaltungsteil? Nee. Ach, was weiß ich, ich war zwar schon im Hotel, aber habe da nur übernachtet, also was die da hinter den Rezeptionen haben, also irgendwas Verwaltungsmäßiges schon, glaube ich. So, machen wir hier mal in weiß. So, hier kommt dann so eine Art Stuhl hin. Ja, was machen wir für einen Stuhl? Was machen wir für Möbel? Ach du Jemine. Ich glaube, heute Abend habe ich irgendwie keine so richtige Fantasie. Also machen wir erstmal den Fußboden hier. Mustert machen. Ups. Da ging mir plötzlich der Boden weg unter den Füßen. Hier werden wir mal ein bisschen ausleuchten. Also das Schöne ist ja, dass das Weiße so richtig hell wird. Wenn man da eine Fackel draufsetzt. Genauso wie Sandstein ja auch sehr hell ist, wenn man es beleuchtet. Ich sagte ja schon mal, das ist glaube ich auch der Grund, weswegen ich so gern mit Sandstein baue. Das sieht dann nicht so dunkel aus. Dunkel ist zwar sicher gemütlicher, aber ja,
Auch die Monster finden dunkel gemütlich, ne? Ich glaube, ich könnte da mal unten auch mal durchlaufen und die ganzen runtergefallenen Teile da einsammeln. Mache ich gleich mal. So, erstmal das noch weg. Und dann hier mit Schwarz-Weiß. Ja, das sieht wahrscheinlich nicht gut aus, aber ist auch egal. Man kann es ja schnell wieder wegruppen. Und da geht uns die weiße Wolle schon aus. Also gehen wir mal hier kurz durch die Flur und nehmen alles mit, was hier runtergefallen ist. Hier war auch noch was. Und es wird schon wieder dunkel. Also nichts wie ins Bett. Okay, so dunkel ist es dann doch nicht. Aber da können wir gleich mal hier dann dann noch mal ein bisschen Wolle holen. So, das wird, glaube ich, die letzte Folge dieser Aufnahmesession sein hier, vermute ich mal. Ein bisschen Wolle noch holen. Schwarze haben wir auch noch. Ja, auch blaue haben wir noch. Rote Wolle. Orangene Wolle. Gelbe Wolle. Wir haben so viele schöne Farben. Können wir für die Zimmer ja benutzen. So, dann werde ich erstmal die Wolle verlegen. Hoffentlich finde ich sie wieder, nachdem ich sie verlegt habe. Scherz, lass nach. So. Machen wir erstmal hier, oder wie? Hier sehen wir, hier müssen wir unten doch noch sehr viel ausbuddeln, wenn wir das überhaupt wollen. Denn hier stehen wir jetzt über dem Boden. Habe ich noch eine? Da ist noch eine. Über dem richtigen Erdboden noch. So, hier haben wir dann da unten. So, dann werden wir hier nochmal weg. Alles schlagen. Alles wegschlagen. Ich kann im Moment nicht so gut reden, irgendwie, was auch nicht mehr tut. Es sind keine Zahnschmerzen, ich habe auch keine Ahnung, irgendwas ist auf jeden Fall nicht so ganz in Ordnung. Hoppsa. Ist irgendwie verspannt oder was, der Oberkiefer, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ja eh schon nachts, vielleicht habe ich jetzt doch ein bisschen zu viel geschwätzt, keine Ahnung. So, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ein bisschen schwarz nochmal. So, das sieht schon mal doch nach einem sehr modernen Hotel aus hier.
schwarz-weiß. Wie gesagt, ich kann jederzeit natürlich die Farben auch wieder ändern, wenn sie mir nicht gefallen. Machen wir erstmal die eine Ecke hier noch fertig. Hier nochmal wegkloppen. Und eins tiefer bitte, sonst bringt das ja nichts hier mit der Wegklopperei. Klopperei. Das ist wieder zu hoch. Und hier müssen wir noch die Mauer richtig setzen. So, dann haben wir hier unser Bett. Das kommt hier natürlich weg, weil ich hier kein Zimmer hinmachen wollte, sondern ja, so etwas wie so eine kleine. Ah, man kann hier einen Frühstücksraum machen, genau. Da muss ja irgendwo dann noch so ein kaltes Buffet hin. Ah ja, doch, mir fällt schon noch was ein, was wir hier bauen können. So, vielleicht geht das ja gerade auf hier. Es geht gerade auf. Sehr gut. So, damit ist schon mal hier. Ja, dann machen wir das doch als Frühstücksraum irgendwie. Man kann also hier dann an der Seite sitzen. Tisch, wir haben im Moment nicht, aber wir werden dann mal so ein paar Druckplatten nehmen für Tische. Ja, nehmen wir Holz oder machen wir das mal so. Oder nehmen wir Sandstein als Sitzmöbel. Ich versuche das mal hier mit dem Sandstein. Passt ja gerade hin. Dann tun wir hier noch so einen kleinen Tisch hin. Zack. Zack, das Bett kommt weg. So, da haben wir schon mal so eine kleine Sitzecke, Sitzmöglichkeit. Man müsste hier noch ein bisschen Grünzeugs hinbauen. Wo habe ich denn das gesehen? Bei irgendeinem Video? Ich glaube MTM, Minecraft Theme Maps, die beiden Kollegen da, die haben Kollegen Let's Player. Die haben eine Zimmerpflanze. Ja, wie haben sie denn das Grau hingekriegt? Sie haben so ein Laub da drauf und dann unten irgendwie so ein Wollklotz, aber in einer ganz komischen grauen Farbe. Also, das sieht dann sogar sehr edel aus, ehrlich. Und, ja. Sowas könnte ich mir hier auch gut vorstellen. So. Zack. Alles mal austauschen. Achso, schwarze habe ich gar nicht mehr. Habe ich noch weiße? Ja. Dann könnte ich mir das sparen. Ich will jetzt da nur, damit wir keine Löcher kriegen hier. Nur da, wo ich jetzt im Moment weiße habe. Da, wo ich jetzt weiße reinmachen kann, will ich nur wegschlagen. So. Na, wunderbar. Ja, das wird dann schwarz. Drei habe ich noch. Die kriegen wir auch noch unter. So, da haben wir schon mal damit angefangen hier.
Rezeption. Ja, da brauchen wir Tische, da brauchen wir einen Tische. Woraus machen wir die Tische? Aus Holzbrettern? Nein. Das glaube ich nicht. Fichtenholzbretter. Ich überlege gerade. Oder machen wir die aus... Machen wir sie aus Halbsteinen oder was? Müssen wir mal schauen. Gebrannte Steine, Steinstufen, genau, so. Nehmen wir die mal mit. Ich glaube, das sieht ganz nett aus. Die Druckplatten lasse ich auch mal bei mir in der... So, da haben wir dann also jetzt hier ein paar Steinstufen. Dann... Wie viel gibt's davon? 2. Okay. Ja, ich muss mal ein bisschen rumprobieren. Ich weiß also selber noch nicht so genau, wie das aussehen soll. Aber irgendwie so. Also. Hier könnte man dann so eine Art... Nee, das ist ja Quatsch. Hier kommt dann kein Eingang rein. Sondern eine schwarze... Obwohl das eigentlich in dem Fall egal wäre, was wir da hinmachen. Ob ich dann mein Bett jetzt... Ich muss hier doch nochmal... Oder? Nein, wir schlafen jetzt hier nicht mehr, sondern wir locken uns gleich immer aus. Erstmal mache ich hier noch die Rezeption fertig. Hier dann ein... Nur mal schauen, wie das aussieht. Dann gehen wir gleich ins Bett und verabschieden uns. So sieht das natürlich Käse aus. Aber vielleicht geht das hier vorne. Kann man das so anbieten als Rezeption? Doch, eigentlich schon, ne? Das lassen wir da mal weg. Das sollte so eine Klapptür werden oder so eine Klappe da. Das muss natürlich ein bisschen höher. Aber ich habe jetzt, ehrlich gesagt, es ist 2 Uhr und ich habe genug Material. Dann machen wir dann das nächste Mal weiter. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei Opa spielt Minecraft. Aber jetzt heißt es auf Wiedersehen, tschüss und alles Gute.